3. Dezember, also Tür Nummer 3. Hallo Freunde der Weihnachtsvorfreude mit Star Wars Flair. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin der Stefan und jeden Morgen öffnen wir jetzt gemeinsam ein Türchen des Lego Star Wars Adventskalenders. Heute der 3. Dezember, ergo schwierige Transferleistung. Türchen Nummer 3 ist am Start. Ich habe schon mal vorher geluschert, damit ich nicht stundenlang suchen muss, hier oben in der Ecke für diejenigen, die jetzt selber noch davor stehen und suchen. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt durch. Ich muss diesen Kalender zwischendurch immer drehen, weil diese Türchen sonst immer wieder zuklappen, da fällt auch der Klon um. Und wir gucken mal, was sich dahinter verbirgt. Ich habe nicht den blassesten Schimmer einer Ahnung, was das sein soll. Aber wir bauen es einfach und dann erfreuen wir uns an der Tatsache, dass wir diese Kleinteile zu etwas vielleicht für euch Sinnvollen zusammengebaut haben. I don't know. Ich freue mich jetzt schon auf die Kommentare. Ihr werdet mir ja sicherlich schreiben, was das sein soll. Diese Türchen sind leidig, oder? Ich weiß auch gar nicht, wie man den wirklich drehen muss, damit man diese Tür erkennen kann. Jetzt ist natürlich mein Türchen im Dunkeln, weil das Licht kommt von vorne und nicht von hinten. Aber okay, es ist okay. Und wir haben hier ein bisschen das Thema, dass wir bei dem Adventskalender, das war ja beim ersten Türchen auch schon so, oder falls ihr die letzten Jahre schon Adventskalender gebaut habt, dass man sich doch mehr konzentrieren muss bei so einem Adventskalender als bei normalen Sets. Ich hoffe nicht, dass das jetzt der rote Faden für jeden Tag werden wird. Ich habe wirklich nicht den blassesten Schimmer einer Ahnung, was das hier sein soll. Also nur um es mal gesehen zu haben, ich drücke gerade einmal eins transparent rot Stats in, oder einmal eins Round Plates in translucent red in inverted slopes, die dann wiederum hier auf so eine Dreierkonstellation kommen. Da kommen dann von oben Plate Modified drauf. Auf diese Plate Modified wird so eine Käseecke gesetzt in schwarz. Und in den modifizierten Teil kommt dann eine blaue weitere Plate Modified mit einem Curved Slope drauf. Warum ich das mache, was das darstellen soll, ich weiß es nicht. Das ist gut, oder? Dass ich mich für den Star Wars Adventskalender entschieden habe und bereits die ersten drei Türchen sind eigentlich nicht meins. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier Teil der klassischen Star Wars Trilogie ist. Ich glaube es jedenfalls nicht. Aber auf der anderen Seite, es ist schon so lange her, dass ich diese Filme gesehen habe. Vielleicht ist das sogar daraus und ich habe es einfach nur schlicht vergessen. Ich kann es euch beim besten Willen nicht sagen. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, das hier ist das was anderes. Und ihr werdet gleich feststellen, dass ich wirklich keine Ahnung habe, weil ich nicht mal weiß, wie genau ich jetzt diese Dinger klemmen soll. Vielleicht wird mir die Verpackung das irgendwie erklären. Keine Ahnung. Was sagt denn der Karton? Womit haben wir es denn hier zu tun? Der Karton kennt der Gerät gar nicht. Okay, also ihr werdet es mir in die Kommentare schreiben, dann bin ich auf jeden Fall schlauer als zuvor. Oh, so ist das gedacht. Ja, dann kenne ich das wirklich nicht. Okay, ich habe es rausgefunden aufgrund der Abbildung. Es ist ein Raumschiff und es ist so dann. Also so stellt man es auch ab scheinbar. Das ist die Produktidee. Ja, keine Ahnung. Also wirklich null Schimmer, woher und was und so. Aber wir haben ein bisschen gebaut. Das muss reichen, oder? Genau, so ist die Vorfreude auf Weihnachten jedenfalls ein bisschen größer. Ich hoffe bei euch auch wenn komische Sachen dabei rauskommen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen früh wieder. Würde mich freuen. Ich wünsche euch einen ganz tollen dritten Advent, genau, 3. Dezember. Macht's gut.